だ。So viel Power, Alter, das ist nicht normal. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt eh eine Ulti kassieren, dann war es das. Ja, wir haben keine Ulti kassiert und wir dürfen angreifen. Und jetzt muss alles sitzen, sonst war es das. Es muss alles sitzen. Ja. Alter, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass wir es geschafft haben. Wenn nicht, raste ich aus. So knapp war es noch nie. Noch nie. Reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay, jetzt muss Gogeta noch treffen. Ja, Gogeta trifft auch mit seiner Ulti, die 3000 abzieht. Wir haben es geschafft. Geil. Wir haben es geschafft, Leute. Es war's. Das war's mit Bu. Oder? Ja. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es. Alter, wie geil. Wir haben es geschafft mit diesem Team. Obwohl wir 2 Ultis abbekommen. Aber wenn du 3 Ultis abbekommen, war es das. Brauchst du gar nicht mehr weiter versuchen, kannst du gleich neu starten. Schade, dass man hier nicht so auf Pause denn neu starten kann. Man muss echt hier beenden oder den Kampf weiterführen und dann beenden. Heftig. Einfach nur heftig, Leute. Heftig, heftig, heftig. Wir haben es geschafft. Ich bin so froh. Und noch in Stufe 7. Dingsbums. Was hatten wir? 1800? Warum hat der bloß 2? Ach, der ist nur Level 3. Okay, dann kann er weg. Heftig einfach nur. Aber wir haben es geschafft. Jetzt können wir endlich weiterspielen mit der Saga. So, okay. Die hat auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Puh. Also, es war echt nicht einfach. Ohne Witz. Wie oft wir probiert haben, dieses zu gewinnen. Also wirklich. Einfach nur heftig. Und wenn jetzt noch so ein Level kommt, ja, dann rastig aus. Mach jetzt die Genki Dama und hau ihm weg. Und ich möchte meinen, bloß wenn man 10 Kapseln hat, dann, dann kam die Genki Dama, ne, die wir immer gesehen haben. Ja, Kid Buu versuchte dann noch weiter zu kämpfen. Wir sind ja immer noch hier im Let's Play. Weiter zu kämpfen. Er wollte auch besiegen, aber Son Goku hatte keine Kraft mehr, um diese entgegenzusetzen. Er brauchte dann die Power. Und durch die Dragon Balls konnten sie Son Goku seine Kraft wiedernehmen. Einfach unverschwendeter Wunsch eigentlich, ne. Nur für Kraft wiedergeben. Ja, und dann konnte er Kid Buu doch noch besiegen. Also Kid Buu war schon eher ernstzunehmender Gegner, war auch extrem stark. Jetzt natürlich nicht wie Jiren. Aber war schon heftig und für damalige Verhältnisse extrem stark. Auch wenn man ihn nicht so einschätzen konnte, ne? Also er war zwar nicht stärker als Super Buu mit Gohan-Absorption, aber er war halt extrem stark vom Wesen her und natürlich auch sehr aggressiv und er hatte kein Gewissen. Er hat einfach alles zerstört, wenn ihm das gepasst hat. So, dann haben wir hier unten noch ein Match. Achso, das können wir noch nicht spielen. Da müssen wir, glaube ich, alle Level clearen, um dieses zu besiegen. So, was haben wir denn hier? Schönes. Sieht irgendwie aus wie die Erde. Kommt jetzt der Abspann oder was? Da sind doch noch 2 Sagas. Ja, Tatsache. Ist der Abspann. Heftig. Das war der Abspann. Hier haben wir... Was haben wir hier? Können wir auch mal kurz reingucken. Ach, hier ist die kleine Story mit Uub, ne?
Eine kleine Zusatzstory. Lustig. Stufe 3, das könnten wir eigentlich schaffen. Gegen Oop. Richtig cool. Das ist ja noch lustig, dass wir drin gebaut haben hier. Bei der Buu-Saga. Ja, Son Goku hat ja den Oop getroffen beim großen Turnier, ne? Nach Super alles, ne? Nach Super, wir sind ja, dazwischen ist ja Super alles noch. In die 10 Jahre da. Und beim großen Turnier haben sie dann gekämpft und er hat ja dann beschlossen, Oop mitzunehmen zum Trainieren. So, jetzt können wir aber wahrscheinlich auch ein paar andere Karten nehmen, oder? Es war schon heftig, ne? Der Angriff war schon extrem heftig. Ja, Bio Broly mal mitnehmen, ey. Geht da mal mitnehmen. Broly. Ja, gut, wir sollten die Hälfte leichte Schulter nehmen, ne? Vorhin haben wir auch gesehen. Stufe 3 ist auch extrem schwierig. Aber wir haben Kid Buu besiegt, da bin ich so happy drüber. Dass wir den doch noch geschafft haben. So, okay. Ich glaube, wir werden die Technik oder das Vorgehen nicht so weiter beibehalten. Mit einem Angriff halt, ne? Und die anderen erstmal zurück. Ja, Broly ist richtig cool, ne? Broly hat unendlich KI, der hat immer genug KI am Start. Nun, den hätten wir eigentlich nach vorne setzen können. Nun, den 10.000 hätte er auch nicht auslösen können, aber wie gesagt, er hat grünen Balken. Er hat unendlich KI, also er verliert kein Ki. KI, sag ich mal. Ki, meine ich. Er verliert nämlich kein Ki. Aber der kleine Oop hat gleich noch eine Ulti am Start, ist ja heftig. Aber er darf nur einmal angreifen, nicht so wie Kid Buu, ne? Aber darum war auch Kid Buu wahrscheinlich so stark. Weil es nämlich, ja, sozusagen das Ende vom Spiel war. Und darum hat man den so heftig gemacht, ne? Dass man erstmal so viel andere Level spielt, Karten sammelt, stärker wird und so gleichen. Um diesen dann zu besiegen. Aber wir haben es dann trotzdem noch geschafft. Mit unserer Konsequenz, ne? Wir haben uns nicht erniedrigt lassen von diesem Buu. Haben versucht, unser Bestes zu geben, haben immer weiter. Und Bio Broly am Start. So, wir zum Goku machen wir zurück. Achso, ja, den hat er ja. Im Change-Modus. Ach, Anvisier-Modus. Ich glaube, ja, wenn es Kakarot ist, also Son Goku und die Karte, dann glaube ich, kriegt er sogar noch mehr Angriff. Möchte ich meinen. Ich weiß es aber jetzt nicht genau. Aber so ein irgendwas wird es schon sein. Da kommt der Broly. Und die Ulti. Ah, der ist schon heftig. 3700. Und sogar benommen. Das ist schon heftig, Alter. Der Broly. Oh, habt ihr das gesehen? Ein Schlag. 11.000. Richtig krass. Das war gut. In der zweiten Runde platt gemacht. Super. Hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet, aber richtig cool. Also der Broly ist schon ein heftiger Dude, ne? Also wenn wir davon noch ein paar andere Karten haben. Oh, 138.000. Richtig heftig. So. Dann gucken wir gleich mal nach die anderen Sagas. Nochmal ein Son Goku, ne? Was hat der? 6000 Angriff? Wollen die mich gerade verarschen? Da stand nicht eben 6000 Angriff, oder? Ich muss mich verlesen haben. 6000 Angriff? Das steigt auch richtig langsam, ne? Also, wenn man guckt, 2800 immer noch.
Vegeta, Stufe 6. Juhu. Der kann wahrscheinlich auch auf 10. Wenn da jetzt wirklich 6000 steht, dann ist das mega, eine richtig heftige Karte. Ja, die haben sich dann bequatscht, ne? Son Goku hat ihn ja auch ein bisschen beleidigt, seine Mutter und so. Also nicht sehr nett, Son Goku. Und dann sind sie halt zum Training gegangen. Für 5 Jahre. Und dann kamen sie in Dragon Ball GT wieder aus dem Raum von Geist und Zeit. Und dann wurde Son Goku erstmal geschrumpft, ne? Durch Pilaf Bande. So, das war's aber mit dieser Saga. Jetzt haben wir noch die Baby-Saga und dann haben wir noch eine andere Saga. Warum auch immer, Fragezeichen ist. Wahrscheinlich, was wäre wenn? Saga. Aber jetzt kommen wir erstmal zu der Baby-Saga. Oh, ist ja bloß ein Level. Ein Kampf, wahrscheinlich nur gegen Baby. Oder gegen den Affen. Man weiß es nicht. Ah, guck mal, hier sehen wir Son Goku in seiner alten Kluft. Das ist nämlich, nachdem sie aus dem 5-Jahre-Training rauskommen. Achso, das ist nur... Achso? Das ist nur Up gegen Son Goku? Also, Rematch. Sozusagen, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas mit Baby, aber... Ist nicht, ne? Na, Up ist schon ein bisschen größer, ne? Sind 5 Jahre wieder vergangen. Er müsste jetzt ungefähr 16, 17 sein. Und wir haben jetzt Son Goku aus GT. So, jetzt gucken wir gleich mal auf die neue Karte. Das würde mich nämlich jetzt sehr interessieren, ob diese wirklich 6000 hat. Das wäre nämlich extrem heftig. 6000 Angriff ist, glaube ich, die höchste jetzt, die wir haben. Er hat ja schon 4000, ne? Das ist den nicht, das ist Pan. Hier ist er. Ne, 3000, ich dachte. Aber da steht 6000, ne? Wahrscheinlich, wenn er aufgelevelt ist, ne? Dann wird es 6000. Also 3000 ist auch schon krass, ne? So, wir haben mal jetzt hier eine Son Goku-Parade drin. Hier, guck mal, hier steht nämlich 3000. Und bei HP 9... Ist das eine 3? Das sieht man so schlecht, ne? Könnte auch eine 3 sein. Aber hier ist doch eine 6, das sehe ich doch. So, dann hauen wir mal die Saiyajins aus dem Petto. Am besten, die sie alle verwandeln können. Den hatten wir auch noch nicht, ne? Und, Broly. Broly muss immer bei sein. Broly ist ein extremer heftiger Dude. Ja. Aber bedenkt, es wieder Stufe 3. Also Level 3 Sterne. Hört sich blöd an, ne? Level 3 Sterne. Das Level hat 3 Sterne. Schwierigkeitsgrad. Ne? Er sieht ein bisschen aus auf Steroide. Gerade eben sah er ein bisschen aus wie auf Steroide. Extremer breiter Up. So, da bin ich ja mal gespannt, was hier abgeht. Ah ne, Broly können wir nach vorne setzen. Der hat ja unendlich KI, das ist sehr gut. So, dann bin ich ja mal gespannt. Ja, 11.000 kommen wir natürlich nicht angehen. Ganz klar. Und er hat auch wieder eine Ulti ready, warum auch immer. Warum ist Son Goku da hinten so? Achso, der ist Fernkämpfer. Ah, okay. Ja, das sind schon bessere Zahlen, ne? 400 nur. Das ist schon besser als 1000 bei jedem Schlag mit Kid Buu. Ach, der hat ja bloß 3000. Wart ja gleich. Das greift noch Broly an, das müsste eigentlich schon gefressen sein. Alter, wie schnell geht. Das war eben richtig schnell. Nee, reicht nicht. Ach, Broly kann auch nochmal. Okay, dann war es doch. Dann müsste es doch gewesen sein. Nee, oder? Ah, nee, 200 hat er noch. 288. Richtig krass, heftig. Jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, was die ganzen Charaktere so machen und dann... Ist er gleich tot? So, dann verwandeln wir uns mal in den Super Saiyan. Komm schon, 100%. Ah, jetzt. Super.
Ist natürlich Super Saiyan 1, ne? Also. Oder 2? War das schon der 2er? Ich weiß es gar nicht. Man sieht es ja eigentlich immer an die Haare, aber die Haare sehen immer hier alle so gleich aus. Da ist 3000 zum Beispiel, ne? Ach, jetzt hat er 3000 Angriff dazu. Das bedeutet, er hat 6000. Das war die Karte. So, den haben wir ja angesiedelt. Ist alles gut. So, damit hat er denn 6000, ne? Weil er durch die Power da Zusatz nur 3000 bekommen hat. Der andere Son Goku hat 2000 dazu bekommen. Ist auch heftig, ne? Wenn sie sich verwandeln, ist es extrem heftig. Okay, den haben wir versammelt. Ne, doch nicht. Unentschieden noch gekriegt. Aber diesmal hat er ihn gewonnen, okay. Ist aber nur Broly. Das ist nicht so schlimm. So. Riecht er erstmal zwei Odis ab und dann. Der kleine Goten hat auch noch so eine Special-Attacke. Diese beiden nur 9000. Ist schon heftig. Also die Karten werden jetzt immer besser. Sollte ja auch so sein, ne? Ja, der eine hat ja 6000 Angriff dazu bekommen, ne? Ist schon heftig. Hätten wir wahrscheinlich. Achso, die haben wir ja erst bekommen, ne? Die ist ja erst neu gewesen. Darum konnten wir sie gegen Kid Buu nicht einsetzen. Oh. Trunks. Aber mit einer komischen Jacke, ne? Sieht ein bisschen komisch aus. Und so toll war die Karte nicht. So, ja. Okay, hier kriegen wir keinen Dragon Ball, habt ihr ja gesehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir hier irgendwie in der Saga Dragon Ball bekommen. Aber nein. Nix dergleichen. Und ich weiß nicht, wo wir her die Dragon Balls bekommen. Ach, Piccolo ist auch am Start. Lustig. Okay. Ach, das geht noch weiter. Ah. Geht doch weiter. Okay, dann gucken wir uns das nächste an. Ja, wie gesagt, das müsste eigentlich irgendwas mit Baby sein, ne? So, jetzt wird er erstmal geschrumpft. Glaube ich. Jupp. Das ist ein kleines Son Goku wieder. Shibi Goku. Wie in Japan immer so genannt wird, ne? Shibi. Für klein. Da ist das ganze Team Pan und Trunks und Goku. Ja, wahrscheinlich gehen die jetzt auf die Reise. Ach, hier, guck mal, irgendwie ein Roboter, ne? Ah, wie hieß denn der nochmal? Ryu? Ich glaube, Ryu hieß der. Und gegen den wahrscheinlich, ja, gleich gegen den kämpfen, Stufe 3. Ist aber wieder so ein Riesengegner, das bedeutet, ja, das wird nicht so einfach, wie man sich das denken könnte. Und der ist auch schon angry. Eigentlich ist er nämlich grün und wenn er nämlich sauer ist oder aufgepowert ist, dann ist er nämlich rot. So, wir haben zwei Helden. Also, der kann sich verwandeln. Und der braucht irgendwie Pan noch bei. Aber auch heftig, ne? 3200. Ist nicht so schlecht, ne? Also, wir nehmen unseren Goku wieder mit. Die 6000, der war schon richtig cool. Dann, wen können wir noch mitnehmen? Hier, Bardock, ne? Auch nicht schlecht eigentlich, ne? Hier, der war auch nicht... Naja, doch, der war auch scheiße. Nehmen wir noch Son Goku mit. Hier haben wir Gotenks nochmal. Hier haben wir Vegeta am Start. Hier, der ist auch heftig, ne? Der Dude, ne? 3000. Können wir auch mal mitnehmen. Super C13, für alle, die den nicht kennen. Aus dem Film Angriff der Cyborgs. Und dort wird er gegen Son Goku kämpfen und den anderen. Und da haut er ihm nämlich voll in die Nüsse. Das ist sehr lustig.
Kuckuck hat er